Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Wir machen weiter mit unserer Serie Good Luck 2021. Das Modul, was wir uns heute angucken werden, ist unter dem Bereich Family Pentastic. Das heißt, wir werden heute den Stift entnehmen. Und ihr seht es bereits, sobald wir den Stift entfernen, ploppt dieses Fenster auf, dieses Menü. Und genau dieses Menü werden wir jetzt anpassen. Also, Family, Pentastic. Und ihr seht es bereits, hier steht es. Also der Aufbau ist wirklich simpel. Hier ist unser Menü. Hier können wir den Pointer, das heißt, ich komme ein bisschen näher ran, jetzt den Kreis, den ihr seht, anpassen. Wir können den Ton anpassen und wir können auswählen, aussuchen, was passieren soll, wenn wir den Knopf gedrückt halten und das Display zweimal berühren. Genau, wir fangen jetzt von oben an. Das ist die Standardansicht. Ihr habt es bereits gesehen. Ich kann es jetzt nochmal wiederholen, indem ich hier drauf drücke. Das ist die Standardansicht. Das sind die Aktionen, die wir ausführen können. Da habt ihr es. Einmal zurück. Wir können das jetzt aber auch uns kompakt anzeigen lassen. So würde es aussehen. Ihr seht es ohne Beschriftung, wie hier, links davon. Ja, sagen wir mal kompakt. Wir können den Hintergrund auswählen. Ne, könnten jetzt sagen, okay, Select Image. Können jetzt irgendein bestimmtes Bild aussuchen. Wir können die Helligkeit bestimmen. Oder entweder komplett dunkel, so wie es eigentlich beim Standard ist. Oder aber, wir lassen es mal dabei. Das hilft einfach beim Akkusparen und wir können die Transparenz bestimmen. So, ich mache es nochmal ein bisschen heller, damit man es besser sieht. So ist es überhaupt nicht transparent, also ist komplett transparent und so gar nicht. Und jetzt können wir hier sagen, use this L-Command. Also wollen wir das wirklich so benutzen? Ja. Und jetzt seht mal her. Zack, kompakt. Ist gar nicht mal verkehrt, ne? Da brauche ich nicht zu swipen wie jetzt beim Standard. Seht mal her. Wenn wir das nochmal aktivieren, wenn wir das öffnen, dann bin ich gezwungen, nochmal hoch zu swipen. Und das können wir mit dem Kompakten verhindern. Genau, seht ihr? Brauche ich nicht hin und her zu swipen. Gut, was haben wir noch? Linie. Ja, probieren wir mal. Ich stelle jetzt hier erstmal nichts ein. Wir gucken uns das Ganze nur an. Geht um die Darstellung. Ihr seht es. Jetzt ist es nicht mehr kreisrund, sondern Line. Zeigt einfach nur, dass es, ja, es sind nur noch Linien, die diese App beschreiben. Aber es sind nicht alle so hinterlegt, sondern nur einige. Ihr seht es. Das sind noch runde Icons. Genau. Also hier ist einfach nur die Icon. Ja, das Aussehen, das Icon-Design ist anders. Nicht die Animation. Dann haben wir hier noch die Option Circle. Aktivieren wir mal. Oh ja, das ist schön. Ja, da ploppt alles auf. Aber hier muss ich wieder, bin ich gezwungen zu swipen. Genau, das ist Circle. Dann machen wir weiter mit Retro. Ich glaube, das geht zurück zu den ersten, ja, Notgeräten. So war es damals, dass es wie ein Fächer aufgegangen ist. Wir gucken uns das natürlich an. Ja, schöne Animation. Oh, wow. Das sieht gut aus. Wie beim Glücksrad hier. Das gefällt mir. Plus der Name der App, beziehungsweise, ja doch, der App wird in der Mitte angezeigt. Das ist echt gut. Und hier sogar die Einstellung für den S-Pen. Cool. Na, gefällt mir. Genau, das zu den Fenstern. Dann kommen wir zum Pointer, zum Aussehen. Also jetzt ist es noch beim Default. Ihr wisst, so sieht es aus. Jetzt seht ihr es. Können jetzt hingehen, aber auch einen Pfeil und sogar die Größe bestimmen. Ganz klein, ganz groß. So sieht der Pointer jetzt aus. Schwer zu zeigen jetzt. Jetzt seht ihr es besser. Können dann Herz reinlegen.
Ein großes. So schaut es dann aus. Was gibt es noch? Ein Kroko, Lisa, Cookie, Bobby und sogar Custom. Das heißt, da können wir was ganz Eigenes reinlegen. Was wäre das denn? Okay, da könnten wir ein Bild reinpacken, reinsetzen. Gut, dann kommen wir zum Sound. Standard-Sound. Wir haben jetzt hier für den Pointer uns fürs Herz entschieden, also nehmen wir jetzt auch den Sound, den Ton fürs Herz. So hört sich das an. Okay. Das wollen wir verwenden. Und wann taucht dieser Sound auf? Genau dann, wenn wir den S-Pen entfernen. Oder auch einfügen. Pass auf. Wir holen ihn jetzt raus. Und jetzt nochmal rein. Finde ich echt cool. Das finde ich cool. Einfach, dass man es individualisieren und anpassen kann nach dem eigenen Wunsch. Muss jetzt nicht unbedingt beim Herz bleiben, aber wir haben ja mehrere Auswahlmöglichkeiten. Wie hört sich Kroko an? Lisa? Okay, das wäre mir zu kitschig. Das ist zu langweilig. Okay, genau. Und da seht ihr es wieder. Wir können sogar unseren eigenen Sound hinterlegen. Super. Okay, wir kommen zur letzten Möglichkeit. Double Tap Shortcut. Wir klicken drauf. Und uns wird jetzt hier eine Liste vorgegeben, beziehungsweise ja, Aktionen vorgegeben, die wir jetzt aussuchen können. Beziehungsweise wir könnten jede einzelne App, die wir auf dem Gerät haben, starten. Was ich aber ganz nützlich finde, ist ja immer Screenshots. Das heißt, ich könnte jetzt hier sagen, wenn ich das Display zweimal antippe, dann soll eine Screenshot-Notiz erstellt werden. Passt auf, so sieht das aus. Ihr könnt es jetzt anwählen. Und hier steht es auch, Screenshot-Notiz. Screenshot-Notiz. So, wir verlassen die App. Wir müssen den Knopf hier gedrückt halten. Und ja, wir machen mal was anderes. Ich schreibe hier jetzt rein. Genau. Und jetzt halten wir den Knopf gedrückt und tippen zweimal aufs Display. Zack, ihr seht's. Es wurde ein Screenshot erstellt. Wir können es hier bearbeiten. Und natürlich auch speichern oder auch teilen. Ja, als Datei speichern, löschen, je nachdem. Ihr habt's verstanden. Genau, jetzt gehen wir hier wieder raus. Nein, nicht in einen einhändigen Modus, sondern in Pentastic. Das war's von diesem Modul und diesem Video. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Und wir beenden das Video mit dem schönen Sound.